das ist mein Alien, Knautschi. Hallo Leute, willkommen. Es wurde jetzt schon des Öfteren eine Roomtour angefragt und ich weiß zwar nicht, wieso euch das interessiert, aber gut, ich komme auch noch nach und mache eine Roomtour, jetzt nachdem mal aufgeräumt ist. Ich würde mit euch gern vor der Tür starten. Das ist mein Alien, Knautschi. Toll, oder? Ich liebe mein Alien. So könnt ihr es mal ganz betrachten. Hier habe ich meine ganzen Schuhe. Sind ein paar, aber die meisten ziehe ich gar nicht an. Sollte ich mal aussortieren. Wenn man dann hier reinkommt, haben wir links das Badezimmer. Hier stehen meine Putzmittel. Das da ist Quatsch. Hier sind meine ganzen Haarbürsten. Auch nur Mädchen hat Haarbürsten, oder? Hier ist mein Schminkregal. Das ist so das Zeug, das ich benutze. Meine Haargummis und Spangen. Mein Spiegel. mein Waschbecken, mein Seifenspender. Meine selber gemachte Seife. Die war mal für die Schule. Hier, wir sollten eine Verpackung... Ach, das sieht man fast gar nicht, oder? Der Schlüssel zur Sauberkeit, da ist ein Schlüsselloch drauf. Das ist alles Silber. Und wenn man es aufmacht, ist ein Schlüssel in Seifenform drin. Nein. Eine Seife in Schlüsselform. Meine Toilette, wow, wahnsinnig spannend. Meine Dusche. Meine Waschmaschine. Da ist sogar was drin. Das da ist mein Kleiderschrank. Ach, der ist total unordentlich. Aber er ist eigentlich sortiert. Hier sind Schlafanzüge, Pullis, T-Shirts, Hosen und Handtücher. Unterwäsche, Socken und Röcke. Und hier sind halt Kleider und Jacken. Und in dem Karton sind noch ein paar Blazer und Arbeitsklamotten drin. Aber die habe ich noch nicht sortiert. Mein Wohnzimmer. Wir stehen jetzt hier in der Tür. Da klebt eine Sonnenblume. Das hier ist Mizis Gebiet. Hier hat er sein Spielzeug, mit dem er immer spielt. Also immer. Hier hat er sein Futter, sein Trinken. Auf dem Fensterbrett stehen noch Sachen, die ich verkaufen oder spenden möchte. Hier hängt meine Wäsche gerade. Das ist mein Glastisch, den kennt ihr ja, mein Bett. Da ist mein Zelda-Kalender, ist ja nicht super. Meine Vitrine, meine Manga-Sammlung. Also ich habe noch nicht viele, ich habe ein paar von Inuyasha und von Detektiv Conan. Und das hier, die Schokohexe. Und der, das ist einer meiner Lieblingsmanga. Skull Party gehört meinem kleinen Bruder. Hier unten habe ich noch ein paar Kuscheltiere. Und einen PC, den ich mal... hier ist mein Fernseher, riesengroß. Mein Laptop ist größer. Und mein Tiger. Für den musste ich 15 Mal die Waschmaschine da mal ausruhen. Hier sind meine Videos drin und meine DVDs. Ja, Videos. Ich bin auch nicht so neumodern. Meine Zelda-Statue, ist sie nicht wunderschön? Ich liebe meine Zelda-Statue. Okay, hier haben wir mein Nachtkästchen, da liegt das Buch, das ich gerade lese, mein Handy-Ladekabel und mein ganzes Technikzeug ist da hinten drin. Auch nein! Ja, das wollte ich gar nicht, ich bin auf den Knopf gekommen. Ich wusste gar nicht, dass es hier auch starten kann. hoffentlich hat es jetzt den Rest aufgenommen. Das ist mein Stuhl, den brauche ich, wenn ich mal ding, mein Schreibtisch. Hier sind Aquarellfarben, hier ist Schokolade, hier sind Scheren, Kleber, Geodreiecks. Das sind meine ganzen Mäppchen. Da drin sind also schwarze Outliner und Bleistifte. Da sind Copics drin, da sind Holzfarben drin, da sind Fineliner drin und da sind so ja Edding und Textmarker und solche Glitzerkleber drin. Ja, da ist noch mehr Zeichenzeug. Mein Sparschwein, meine Bibel, die ich von meinem Pfarrer gekriegt habe, weil er total schockiert war, dass ich keinen habe. Hier hinten sind Nagellacks. Hier drin sind Pinsel und wunderschöne Fächer. Ich zeige euch die mal. Zum Beispiel der hier. Voll gut. Und ja, was gibt's noch so? Hier ist mein Draußen.
meine Türe. Das bin ich mit meinem besten Freund. Das bin ich mit meinem Cousin, dessen Trauzeugin ich bin. Und da sind noch so Karten und so Zeug. Das hier hat ein Kumpel von mir gemalt. Das hier auch. Das habe ich mal gemalt. Das hat meine Schwester gemalt. Das ist ein Kratzbild. Das hat mein kleiner Bruder gemalt. Der ist jetzt gerade 12. Hier sind Kartons. Und Pfandflaschen und Katzenstreu. Toasterkaba, Getränkezeug. Hier unten steht meine Getränke. Das ist einfach eine Küche halt. Was soll ich dazu sagen? Das ist meine einzige Pflanze, die ich besitze. Tolle Pflanze. Mein Topf, meine Pfanne. Die gehören eigentlich da unten rein, aber ach, das mache ich doch nie. Meine Spüle, meine Mikrowelle, meine Tassen, mein Müslizeug und mein Kühlschrank. Sehr spannend. Da ist sogar was drin. Eine Gurke und Kiwis. Ja. Und falls ihr euch jetzt gewundert habt, dass da gar keine Dinger sind, gar keine Konsolen und sowas, ich besitze gerade keine. Ich habe, seit ich ausgezogen bin, gar nichts mehr. Ich habe mein DS. Und da sind alle Spiele hier drin. In der Tasche halt. Beziehungsweise die Spiele, die ich häufiger spiele, sind da. Aber sonst habe ich nichts. Mein PC habe ich halt. Und von der Mama, wenn ich halt bei der Mama bin. Aber sonst. Gut, ich hoffe, die Roomtour hat euch gefallen. Ich hoffe, ich bin euren Wünschen entgegengekommen. Ich hoffe, ihr habt jetzt neue Eindrücke über mich gewonnen. Ich verstehe immer noch nicht, wieso ihr das sehen wolltet, aber okay. Und ich bedanke mich fürs Zugucken. Und tschüssi. Oh Gott, ich komme jetzt nach.